und herzlich willkommen zu Buchstäblich, dem Podcast für Literatur und Kultur. Es ist jetzt schon ziemlich lange her, dass ich die letzte Podcast-Folge hier aufgenommen habe. Ich hatte sehr viel zu tun. Jetzt habe ich leider, muss man sagen, wieder mehr Zeit. Also hoffentlich wird es wieder regelmäßiger Podcast-Folgen geben. Und jetzt gerade habe ich auch Zeit zu lesen, aber gleichzeitig auch den Kopf voll mit Gedanken. Und ich glaube, es geht total vielen Leuten so, dass sie sich im Moment schwer konzentrieren können. Also in so einem Reading Slump sind, wo sie sich nicht wirklich auf das Buch konzentrieren können, nicht weiterkommen. Und ich möchte euch heute ein paar Tipps geben, wie ihr da wieder rauskommt. Mein erster Tipp ist, lest Bücher, die leicht zu lesen sind. Also vielleicht nicht die allerkompliziertesten Sachbücher. Oft hilft auch ein modernerer Schreibstil und nicht die voll alten Klassiker, die in irgendeinem sehr gehobenen alten Deutsch oder Englisch oder auf welcher Sprache auch immer lest, geschrieben sind. Ich würde auch vielleicht nicht unbedingt Bücher über Pandemien, Katastrophen, was auch immer lesen, außer dass es eure Art, mit der jetzigen Situation umzugehen. Ich sehe das Lesen eher als einen Zufluchtsort, aber da müsst ihr natürlich selber entscheiden, wie das geht. Ich persönlich würde jetzt keine Bücher über Apokalypsen lesen. Was vielleicht auch helfen kann, dadurch, dass es einfach dann leichter zu lesen ist, ist, dass man vielleicht in der Muttersprache liest. Ich zum Beispiel lese sehr, sehr viel auf Englisch und das ist auch sehr normal für mich. Aber manchmal hilft es auch einfach, ein Buch auf Deutsch zu lesen, weil man sich einfach ein bisschen weniger konzentrieren muss, kommt mir vor. Mein zweiter Tipp ist, lest Bücher mit einer großen Schrift und dickeren Seiten. Es gibt diese Bücher, die so voll klein geschrieben sind und total dünne Seiten haben und es fühlt sich nicht gut an und man kommt irgendwie nicht weiter und es macht keinen Spaß. Also ich mag es grundsätzlich, wenn die Schrift ein bisschen größer ist, also so, dass man sie einfach angenehm lesen kann, wenn die Seiten dicker sind, sodass sie nicht gleich reißen, wenn man umblättert. Und man verliert sich auch nicht so leicht, wenn man einfach die Zeile nicht verliert und dann muss man nicht jede Seite 5000 Mal lesen, sondern kann einfach ganz gemütlich weiterlesen und man sieht auch den Fortschritt viel schneller, weil man dickere Seiten hat und auch mit der größeren Schrift liest man halt einfach schneller, weil man sich eben nicht verliert und dann hat man viel schneller mal 20, 30 Seiten gelesen, als wenn das so ein kleines, unpraktisches Buch ist. Mein dritter Tipp ist ein Buch, das ihr schon mal gelesen habt und gemocht habt, nochmal zu lesen. Erstens kennt ihr den Inhalt schon, das heißt, man muss sich nicht so genau konzentrieren darauf, was jetzt eigentlich genau passiert. Also braucht ihr generell weniger Konzentration, was, glaube ich, sehr hilfreich ist. Und zweitens wisst ihr schon, dass euch das Buch gefällt. Das heißt, man kombiniert da zwei gute Sachen und ich glaube, man kann sich dann recht leicht darauf einlassen. Mein vierter Tipp ist, lest ein Kinder- oder ein Jugendbuch. Das ist sehr gut zu verbinden mit dem, was ich gerade vorher gesagt habe, dass man ein Buch nochmal liest. Lest euer liebstes Kinderbuch vielleicht einfach nochmal. Und es passt auch zum ersten Tipp, weil Kinder- und Jugendbücher meistens in einer einfachen Sprache geschrieben sind. Das heißt, sie sind meistens leicht zu lesen. Sie haben meistens auch größere Schriften. Oft sind die Geschichten nicht so belastend. Das heißt, ich glaube, das liebste Kinder- oder Jugendbuch nochmal zu lesen, ist ein sehr guter Tipp für diese Zeit. Mein fünfter Tipp ist, lest kurze Bücher. Das passt jetzt wieder ein bisschen zu dem Ding mit der großen Schrift in den dicken Seiten, weil man einfach schneller sieht, wie viel Prozent von diesem Buch man quasi schon hat. Also man ist einfach schneller über der Hälfte drüber zum Beispiel, was natürlich klar ist. Man ist auch vielleicht eher motiviert, weil es nicht so lang dauert. Man steckt nicht so lang fest, weil das Buch einfach nicht so lang ist. Und man kann jetzt diese Zeit wirklich nutzen, viele kürzere Bücher zu lesen, die man eh schon zu Hause hat. Mein sechster Tipp ist, macht euch eine Leseroutine. Ich mache das jetzt schon seit Mitte Dezember ungefähr, dass ich jeden Abend vor dem Schlafengehen lese. Und es ist jetzt wirklich zu einer Routine geworden und ich liebe das, weil ich so diesen Moment habe, da ist mein Handy schon abgedreht, da bin ich wirklich nur in meinem Bett mit meinem Nachtkastenlicht, alles andere ist fertig,
Ich kann direkt danach einschlafen und ich nehme einfach Zeit, ein bisschen zu lesen. Manchmal bin ich sehr, sehr müde, dann lese ich vielleicht nur 2 Seiten und das ist auch okay. Aber manchmal bin ich noch wach und möchte irgendwie ein bisschen müde werden oder habe ich einfach Lust, mich noch so richtig in eine Geschichte zu vertiefen, bevor ich einschlafe. Und das habe ich jetzt jeden Abend gemacht. Ich habe es auch oft in der Früh gemacht, bevor ich mein Handy einschalte. Und das war echt super, weil ich einfach das Gefühl habe, ich entspanne mich nochmal so richtig vom Schlafengehen. Dann lese ich auch nicht mehr die Nachrichten direkt vorm Schlafengehen, was ja jetzt, vor allem jetzt, glaube ich, keine so gute Idee ist. Vor allem, wenn man sehr sensibel ist, wie ich, dann schläft man einfach nicht sehr gut, wenn man gerade die ganzen besorgniserregenden Nachrichten gelesen hat. Das ist besser, das hinter sich zu lassen und sich einfach noch einmal mit einem Buch zu entspannen. Und also das ist der erste positive Punkt daran. Aber zweitens hilft eine Routine auch einfach, es zu machen. Also wenn es zur Gewohnheit wird, jeden Tag zu lesen, dann ist es auch viel wahrscheinlicher, dass ihr tatsächlich jeden Tag lest. Davor war es bei mir eher so, ich habe halt viel in der Straßenbahn gelesen, das fällt jetzt weg, weil wo soll ich denn noch hinfahren? Und ich hatte nicht so wirklich eine Leseroutine und ich habe halt immer wieder so zwischendurch gelesen, aber oft hat man dann gar nicht so Lust. Aber wenn man so eine Gewohnheit hat und die funktioniert auch für einen, dann hilft es wirklich dabei, einfach generell mehr zu lesen, aber auch sich besser darauf konzentrieren zu können, weil diese Zeit quasi schon besetzt ist als Lesezeit. Mein 7. Tipp, den habe ich jetzt schon ein bisschen erwähnt, ist Ablenkungen zu minimieren. Vor allem eben im Moment sind die Nachrichten sehr ablenkend. Man schaut gern mal aufs Handy, checkt, wie viele Infizierte es mittlerweile gibt. Und ja, es ist zwar gut, das zu wissen, aber das arbeitet dann natürlich in unseren Köpfen weiter. Und deshalb kann man sich dann einfach schwer auf ein Buch zum Beispiel konzentrieren. Und deshalb könnt ihr es zum Beispiel so machen, wie ich, was ich euch gerade erzählt habe, dass ihr lest, nachdem ihr euer Handy abgedreht habt am Abend zum Beispiel. Das heißt halt einfach eben auch, dass diese Nachrichten nicht direkt vom Schlafen kommen. Ihr könnt aber auch sonst mal für eine Stunde euer Handy irgendwo wegsperren. Das ist generell ein guter Tipp. Aber gerade wenn es jetzt so um die Nachrichten geht, was, glaube ich, im Moment ein sehr großes Problem ist, dann hilft das auf jeden Fall, wenn man sagt, das ist jetzt die Zeit, in der ich lese und danach kann ich mir die Nachrichten anschauen oder am nächsten Tag kann ich mir die Nachrichten anschauen und das wird reichen. Der 8. Tipp hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an in dem Zusammenhang, aber es ist Meditation, Yoga, Entspannungsübungen, aller Art davor zu machen. Also ich habe zumindest Konzentrationsprobleme beim Lesen, aber auch beim Arbeiten für die Uni und so, vor allem, weil ich eben zu viel im Kopf habe. Und Meditation und Yoga und irgendwas, bei dem ihr euch entspannen könnt, hilft einfach, dieses Gedankenkarussell abzustellen. Und dann habt ihr eben auch viel mehr Konzentration für euer Buch, das ihr lesen wollt. Und grundsätzlich, selbst wenn ihr nicht vorhabt, jetzt viel zu lesen, ist das einfach ein sehr, sehr guter Tipp. Meditation ist nicht für jeden. Yoga ist nicht für jeden, aber ich glaube, man kann sich die Zeit nehmen, um eine Art Ritual zu finden oder eine Tätigkeit zu finden, bei der man sich irgendwie entspannen kann. Das kann auch Abwaschen sein oder Putzen sein oder eine Duftkerze anzünden. Es kann so, so viel sein, aber es hilft einfach zu wissen, dass irgendetwas, was ihr machen könnt, euch entspannt und euch hilft, aus diesem Gedankenkarussell rauszukommen und dann könnt ihr euch auch besser konzentrieren. Mein 9. Tipp sind Audiobücher. Audiobücher waren zumindest bis jetzt nicht so meins. Ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte es ausprobieren, weil die Büchereien in Wien, falls ihr es nicht wisst, mittlerweile also für die ganze Corona-Krise, ihr Angebot, ihr digitales Angebot gratis für jeden zur Verfügung stellen. Man muss nur ein Mail hinschicken mit Namen und Geburtsdatum und E-Mail-Adresse, glaube ich, und das war's. Und sie schicken dir quasi eine Ausweisnummer hin. Also wenn ihr keine Büchereikarte habt, könnt ihr das verwenden. Und meine Büchereikarte ist tatsächlich vor kurzem abgelaufen, allerdings nicht in der Zeit, wo die Büchereien schon zu waren, weil alle die werden weiter verlängert, übrigens auch, falls ihr euch das gefragt habt. Aber genau, meine ist schon davor abgelaufen, das heißt, ich konnte sie nicht mehr erneuern und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich nichts aus der Bücherei
ausborgen könnte, eben vom digitalen Angebot. Dann sind sie mit dieser Meldung rausgekommen. Da habe ich mich sehr gefreut und ich habe jetzt eben auch vor, mal Audiobücher aus der Bibliothek auszuprobieren und mal schauen, ob es mir nicht doch gefällt. Ich mag Podcasts ja sehr gerne und höre auch sehr viele Podcasts, so wenn ich putze zum Beispiel oder wenn ich irgendwelche Sachen mache, wo ich nicht viel nachdenken muss. Aber Audiobücher finde ich irgendwie schwieriger zum Zuhören, aber ich habe Lust da ein bisschen mehr zu schauen, ob es mir nicht doch irgendwie gefällt. Ja, bis jetzt war es nicht so meins, aber vielleicht mögt ihr das total gern. Und man kann es einfach wirklich gut mit anderen Tätigkeiten verbinden. Und das finde ich echt cool. Also beim Kochen, beim Aufräumen, beim Abwaschen, was auch immer. Viele lesen sicher von euch auch oft in der Straßenbahn sonst. Wenn man jetzt keinen Weg mehr in der Straßenbahn hat, liest man natürlich automatisch weniger, weil es irgendwie schwieriger ist, sich dann zu Hause zu motivieren, wenn man sonst immer die Zeit für was nutzt, die man eh schon für was anderes nutzt, falls ihr versteht, was ich meine. Deshalb finde ich, können Audiobücher da sehr helfen, weil man das eben mit anderen Tätigkeiten verbinden kann und nicht das Gefühl hat, man verschwendet jetzt womöglich Zeit, die man sonst zum Beispiel mit dem Kochen verbringen könnte, um dann ein gutes Essen zu haben. Das heißt, ich finde, das ist echt eine echt gute Lösung und Audiobücher sind genauso Bücher. Also man muss nicht das Gefühl haben, dass sie weniger wert sind, nur weil ihr sie hört. Ich meine, früher haben die Leute auch nicht gelesen. Da haben sie sich auch die Geschichten angehört, die jemand ihnen vorgelesen hat, die jemand ihnen erzählt hat. Das heißt, es ist eigentlich nur die modernere Version davon. Nur weil ich das öfter höre, dass Audiobücher keine richtigen Bücher sind. Und ja, ich lese zwar auch wenig Audiobücher, aber einfach, weil es bei mir mit der Konzentration nicht so gut klappt bis jetzt. Aber Audiobücher sind definitiv richtige Bücher. Und ja, vielleicht schafft es so, viele interessante Bücher zu lesen, zu denen ihr sonst nicht gekommen wärt. Mein letzter und 10. Tipp ist, zwingt euch bitte zu nichts. Zwingt euch nicht, ein Buch zu lesen, das ihr nicht wirklich lesen wollt, bei dem ihr nicht vorankommt, auf das ihr keine Lust habt. Lest einfach ein anderes. Lest kein Buch. Es ist auch okay. Es ist einfach okay, wenn es gerade nicht passt. Ihr müsst nicht immer lesen. Ich persönlich lese sehr gern und lese eigentlich immer ein Buch. Aber niemand zwingt euch, viel zu lesen. Und ihr denkt euch vielleicht, ja, jetzt bin ich die ganze Zeit zu Hause und ich habe so viele ungelesene Bücher zu Hause und eigentlich könnte ich doch die Zeit nützen. Aber ihr könnt die Zeit auch für andere Dinge nutzen. Und es ist auch okay, wenn ihr einfach mehr schlafen wollt und euch einfach mehr ausruhen wollt und nicht die Lust habt jetzt, 10 Bücher zu lesen. Das ist genauso okay. Also wenn ihr in so einem Reading Slump seid und ihr wollt rauskommen und ihr wollt unbedingt lesen und ihr habt so viele interessante Bücher, die ihr lesen möchtet, dann nehmt die Tipps, die für euch funktionieren, probiert sie aus, sagt mir gern, ob sie bei euch geklappt haben, aber wenn ihr keine Lust drauf habt, dann lasst es einfach. Vielleicht habt ihr in einer Woche wieder Lust zu lesen oder in einem Monat oder vielleicht habt ihr auch erst wieder Lust zu lesen, wenn ihr wieder normal arbeiten fahrt und in der Straßenbahn jeden Tag lesen könnt. Es ist alles okay. Niemand zwingt euch zu lesen. Das wollte ich nur auch gesagt haben. Gut, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, die Tipps waren halbwegs interessant, haben Sinn gemacht für euch. Vielleicht könnt ihr was mitnehmen davon. Bleibt gesund und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao!